Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Masseaufbau. Ja, es gibt natürlich verschiedene Kategorien von Menschen. Die einen möchten reduzieren, weil sie einfach aus gewissen Gründen zu viel passive Masse mit sich rumtragen. Und da gibt es natürlich Menschen, die genau das Gegenteil sind. Die sind von Natur aus schlank, kann alle möglichen Gründe haben. Es kann Stoffwechselgründe haben, das kann esstechnische Gründe haben, wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, dass es mit den meisten am Essverhalten liegt und am Bewegungsverhalten und nicht unbedingt an der Genetik. Genetik ist oftmals eine Ausrede, wobei ich natürlich jetzt hier schon ein paar in Schutz nehmen möchte. Ich bin schon seit 30 Jahren Beratung und da gibt es schon den einen oder anderen, der eben hier stoffwechseltechnische Probleme mit sich bringt, aber es sind eben von 100 eben nur 4 bis 5 Stück. Das heißt, ein Prozentanteil von 4-5% maximal. Der restliche Anteil, der hier Probleme hat, sei es Gewicht nach oben, sei es Gewicht nach unten, das ist egal, hat ein Essproblem, Bewegungsproblem. Man kann zu wenig sich bewegen, zu viel essen. Man kann sich viel bewegen, zu wenig zu essen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum ein gewisses Vorhaben nicht funktioniert. Wir sind jetzt aber beim Thema Masseaufbau. Masseaufbau bedeutet, dass wir natürlich hier jemanden, eine Person haben, der möchte mehr Muskelmasse haben, der möchte hier Muskelmasse aufbauen und dazu gehört genauso wie bei der Gewichtsreduktion der gute Freund, der beste Freund des Kraftsportlers, die liebe Küche, die Pfanne, das Geschirr, das Essen, der Kühlschrank, der Einkauf. Und auch hier ganz klar, wer hier natürlich von Natur aus eben begnadet ist, wobei es nicht unbedingt Begnadung sein muss, wenn man alles essen kann und nichts sieht. Die denken natürlich immer, sie haben einen Freifahrtschein und denken so, wie sie sich ernähren, ist das alles richtig und geben natürlich die Empfehlung auch so weiter an manchen, erreichen aber letztendlich relativ wenig, weil sie natürlich nach oben hin, was Muskelmasse anbetrifft, nicht das erreichen, was sie gerne erreichen würden. Deswegen ganz guter Tipp von mir, das Essverhalten zwischen jemandem, der reduziert und der Muskelmasse aufbaut, Masse aufbauen möchte, ist nichts anderes wie die Menge. Ja, nur die Menge. Die Qualität sollte die gleiche sein. Klar kann sich jemand, der noch jung ist, der natürlich hier noch ein ganz anderes Freizeitverhalten hat, kann das natürlich mehr sogenannten energetischen Müll reinschieben, wie jemand, der schon älter ist, der einen anderen Stoffwechsel hat, ein anderes Freizeitgestalten hat. Aber, wie schon erwähnt, es sollte schon so sein, dass bei beiden, derjenige, wo reduziert und derjenige, wo aufbauen möchte, die Gesundheit und die Langfristigkeit im Vordergrund steht. Und genau aus diesem Grund wäre es toll, wenn diejenigen, die natürlich auch hier versuchen, gesunde Masse aufzubauen, auch diese Parameter berücksichtigen würden und ihr Ernährungsverhalten so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht gestalten würden. Wenn jemand natürlich Muskelmasse aufbauen möchte und er hat natürlich eine viel höhere Stoffwechselumsatzrate von Natur aus, er arbeitet zum Beispiel auch noch beruflich körperlich, Und der hat natürlich einen ganz anderen Bedarf. Der dürfte zum Beispiel auch einen wesentlich höheren Anteil an Fetten zuführen. Also da kann sogar Sinn machen, dass der Fettanteil sehr weit nach oben gefahren wird, weil natürlich Fett eine viel höhere Energiedichte hat und somit natürlich ein hervorragender Energielieferant ist. Aber wie ihr schon wieder hören könnt, ist natürlich das, was für den einen gut ist, für den anderen nicht gut. Deswegen ist das natürlich jetzt hier eine Aussage an die sogenannten Untergewichtigen, die sogenannten Personen, die es schwer haben, Gewicht zuzulegen, die sollten natürlich auch, was die Energie anbetrifft, eben nicht nur ihre Energiezufuhr über die sogenannten Kohlenhydrate zuführen, sondern die dürfen auch gerne die Fettzufuhr sehr weit nach oben schrauben. Wie weit nach oben? Diese Antwort kann ich euch nicht geben. Dazu müsste ich alle restlichen Parameter kennen. Es ist jetzt hier eine Grundempfehlung, sich mal darüber Gedanken zu machen. Weil in der Regel kenne ich natürlich viele, die zu mir in die Beratung kommen und die schaufeln hier Unmengen an Kohlenhydraten ein. Und zwar Unmengen. Unmengen heißt, die sind dann teilweise bei 400, 500, 600 Gramm Kohlenhydraten am Tag, haben den ganzen Tag Schweißausbrüche, denn es ist den ganzen Tag heiß und ihre Bauchspeicheldrüse, die pfeift aus dem letzten Loch. Und so macht er das mal in den nächsten 30, 40 Jahre. Das ist nicht unbedingt prickelnd. Das ist nicht prickelnd für die Gesundheit und auf Dauer auch nicht gesund. Selbst wenn man es im Spiegel nicht sieht, ist es nicht auf Dauer gesund, sich mit zu hoher Zuckerlast in der falschen Form zu konfrontieren. Deswegen meine Empfehlung, macht euch auch mal Gedanken darüber, über die Fettzufuhr und über die Zufuhr der Art der Kohlenhydrate, dass ihr nicht alles nur in einfache Struktur reinschaufelt, in der ungünstigsten und in der Struktur, die den Körper auf Dauer am meisten schädigen kann.
Warum? Zucker. Überlegt euch mal. Der zu hohe Zuckerkonsum, zu was der alles führen kann, wie der Körper sich in dem Zustand fühlt, warum der Blutzuckerspiegel nach oben schießt, was da im Körper alles von Ablauf ist. Und wenn das eben zu oft und zu dauerhaft gemacht wird, kann es. Es muss nicht, aber es kann auf Dauer schädigend sein. Genau aus diesen Gründen auch für diejenigen, die gesund an Masse zulegen möchten, sollen darauf achten, dass die glykämische Last nicht laufend nur im einfachen Bereich ist, im hohen Bereich ist, sondern dass sie auch im komplexen Bereich arbeiten, dass sie noch eigentlich ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie sieht es aus mit der Zufuhr an gesunden Fetten. Da noch ein Tipp für alle, die nicht zunehmen, überdenkt mal euer Freizeitverhalten. Ich erlebe sehr oft, da kommen die Jungs rein, die fahren dann außerhalb dessen, dass sie noch Masse aufbauen möchten, dreimal in der Woche ins Krafttraining gehen oder auch manchmal viermal in der Woche ins Krafttraining gehen, dann fahren sie noch Mountainbike, dann sind sie noch Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs, das heißt auch nachts unterwegs, dann sind sie tagsüber unterwegs, dann sind sie sehr unruhig, dann schlafen sie nachts nur 6 Stunden und diese Parameter tragen auch dazu bei, dass natürlich jede Gewichtszunahme nicht vorwärts geht. Deswegen ein guter Tipp, macht euch mal über diese Tipps, die ich jetzt euch gegeben habe, macht euch mal da Gedanken, ob das bei euch alles so passt. Das war's schon und bitte, wenn ihr diskutiert, dann bitte auf Augenhöhe. Und nur weil ihr was praktiziert, was bei euch funktioniert, muss es noch lange nicht gesund sein und muss es noch lange nicht für den anderen das Richtige sein. Das war's, Andreas Riembacher, Personal aus Graz, Thema, wie baue ich gesund Masse auf?